So, du baust erstmal hier zwei Herrenhäuser hin und einen Hafen. Auch wenn da jetzt nur ein Fisch rumschwimmt, ist einer besser als keiner. Und dann gehen wir noch hier drüben uns umsehen. Und ich merke gerade, das Squallen wirkt ein bisschen abgehackt. Können wir die hier ein bisschen was... die Squallgeschwindigkeit etwas runtersetzen, dass das flüssiger läuft? Ja, sieht doch besser aus. Zwei Fanatiker, zwei Zerstörer. Damit kann ich Militäreinheiten transportieren. Also ja, ich werde dieses Gebäude die Festung dann verlegen müssen. Wenn es dann soweit ist. Es scheint, als ob der Turm von diesem Sturm geschützt würde. So ist es. Es wird von den Tempeln des Odin entfacht. Wenn wir diese durch unsere eigenen Tempel ersetzen, sollte der Sturm abflauen. So, wir haben jetzt schon mal... mehr Bevölkerungslimit, wollte ich sagen. Wir haben auch ein paar Kühe. So, das heißt, du baust mir jetzt auch hier eine Händlergilde hin. Heroisches Zeitalter ist das zweite... Nee, ist das dritte schon. Okay, können wir überhaupt ins vierte? Nein, können wir nicht. Okay. So, Waffenschmiede. Wachen Osten. Wachen Osten erreichen das klassische Zeitalter durch Wachsamkeit Heimdalls. Ja, Wachen Osten haben hier eine Bergfestung. Was schon mal ziemlich garstig ist, wenn ich hier drüben mich dann bewegen will. Wachen Osten, Wachen Osten, Wachen Osten. Gibt es da auch Wachen im Westen? So, ein Holzsammler. Goldsammler. Du baust hier einen Tempel hin. Du verbesserst das, dass wir mit unseren Nutztieren besser umgehen können. Da sind wir bereits auf der zweiten Stufe. Vorsicht, die Wikinger greifen an. Oh. Ach, wie nett, dann brauchen wir uns gar nicht da durchmühen. Soll ich allerdings mal eine Kaserne bauen? Wenn nämlich da die Wikinger durchdringen, ist das nicht so toll. Wobei meine Fanatiker... erhöht die Sichtweite aller Gebäude. Also ja, gut zu wissen. Da können wir gleich durchlatschen. Und alle anderen Wege, die sind halt... zu. Gut. Und ja, da sieht man's. Da können wir unsere Gebäude verschieben. Rhea verringert hier vor der Jungszeit ihre mythischen Weiterentwicklungen. Ja, warum nicht? Machen wir das mal. Das könnten wir auch mal machen. So. Ihr da oben weiter. Dann machen wir mal die drei Sachen. Und da kommt noch eine riesige Armee. Das ist nicht so toll. Wachen Norden.
Herr Joe, schlost. You see? You see? Wachenmitte, okay, und das wird jetzt langsam etwas eng. Skopos? Ein Held ist gefallen. Skopos? Na, kommt ruhig her, ich hoffe mal, mein Dorfzentrum hilft da ein bisschen mit. Und die klauen meine Kühe, die Drecksäcke. Na, mal sehen, ob ich da noch was reißen kann. Wohl eher nicht. Da reißen sie nämlich jetzt gerade meinen Tempel ein. Moment, den kann ich verschieben. Nein, kann ich nicht verschieben. Also ja, ich krieg sie wahrscheinlich tot. Das wird mich aber hier einiges kosten. Und ich weiß auch gar nicht, wann die nächste Armee anrückt von denen. Also ja, mein Dorfzentrum macht jetzt gerade die restlichen tot. Und ich kann jetzt alle wieder in die Arbeit schicken. Vor allem den erstmal reparieren. Und du weckst du wieder auf. Ja, meine Kühe sind weg. Die haben mir jetzt die Kühe geklaut. Und da ich mehr Nahrung brauche, schicke ich einen von meinen Goldsammlern, da ich eh schon zu viel Gold habe. Mal Gold sammeln, Nahrung sammeln. So, dich verlege ich nach da hinten. Tötet sie alle! Warum zur Hölle kommt da jetzt schon wieder ein Angriff? So, ein neuer Tempel hier hinten. Ja, und da sind Hersen mit dabei. Also ja, ich werde mich wahrscheinlich jetzt demnächst auf Wachtürme und eine Festung verlassen müssen. Bei truppenmäßig stampfe ich gerade nicht allzu viel aus dem Boden. So, hier am Kreuz kommt jetzt eine Festung hin. Und ihr baut mir am besten hier auch noch gleich einen Turm daneben. Ja, weil da muss ich gleich so bald wie möglich Upgrades erforschen. Was kostet eigentlich bei euch ein Feld? 200 Holz. Ja, weil halt die Felder hier viel mächtiger sind als bei den anderen Völkern. So, die geben jedenfalls nochmal 400 Nahrung, jeweils die Auerochsen, die beiden, die ich hier habe. Und
Und ja, unser Turm und unsere Festung sind gleich fertig. Ja, man sieht, die Türme zu verschieben oder die Festung zu verschieben, kostet einen Haufen Ressourcen. So, du bringst mir jetzt definitiv mal das Ding wieder ins Gebäude. Dann erforscht ihr mal die beiden Sachen. Dass ich so schnell wie möglich ein paar Helden ausbilde. Oh, die rennen auf meinen Hafen zu. Ich glaube das nicht. Jetzt rennen die auf meinen Hafen zu. Na, nebenbei Hafen. So, erstmal weg mit denen. Dann die Verbesserung. Und dann brauchen wir auch gleich die Verbesserung, dass meine Burg auch, wenn sie unter Nahkampf steht, noch schießen kann. Die bauen hier einen eigenen Hafen. Sag mal. Geht's denen so gut? So, du reparierst. Ihr beide sammelt mal Gold da hinten. Ihr erlegt das Ding. Oh. Und ihr angelt hier. Und du hilfst beim Nahrungssammeln. Wir brauchen nämlich immer noch mehr Nahrung. So. Bessere Infanterie erst einmal. Jetzt können wir uns, fangen wir uns nämlich langsam ein bisschen. Auch wenn die nicht so gute Reiterei haben, die Wikinger. Du sollst reparieren, bitte. Noch ein paar Bogenschützen wäre nicht schlecht. Rea verleiht ihrem Bogenschützen mehr Widerstandskraft. Ja, das ist nice. So, Nahrung wird gesammelt. Das ist nämlich jetzt mal am wichtigsten, dass wir besser mehr Nahrung reinkriegen. So, und dass wir noch mindestens einen Turm bauen. Und die Türme noch einmal upgraden. Weil wer weiß, wann der Gegner das nächste Mal angreift. So, das hat jetzt zwar unsere gesamten Ressourcen gefressen, die wir im Augenblick haben. Jedenfalls was das Gold angeht. Am besten ich rekrutiere noch einen Goldsammler direkt. So. Jetzt sollten wir fürs Erste sicher sein. Ach, Marktplatz wäre auch noch nicht schlecht. Hier hinten am besten. So, und da wir jetzt mal schnell Holz brauchen. Um drei Felder hier anzulegen beim Dorfzentrum. Das Holz hier übrigens ist jetzt alles verloren. Das heißt, wir müssen mit dem ganzen restlichen Holz auskommen, was wir hier haben. So. Ich habe immer noch nur zwei Goldsammler da oben. So. Ich verbessere... Nee, halt. Wo ist meine Waffenschmiede hier? Ich verbessere jetzt auf jeden Fall erstmal Waffen. So, Nahrung kommt langsam rein. Ich verbessere nochmal die Fischkutter. Auch wenn es nur zwei Stück sind. Und ich traue mich fast schon zu sagen, dass die Angriffe nachgelassen haben. Also etwas abgeflacht sind. So.
Das ist eine große Goldmine. Das heißt, wir können dort in Ruhe Gold sammeln. Die beiden Upgrades hätte ich auch gern demnächst mal. Aber in dem Vorrang erstmal mehr. Yuji? Ich könnte noch einen Nahrungssammler gut gebrauchen. So, weil der Marktplatz ist fertig. Und ja, ich verleg mal die Felder ein bisschen nach da oben. Dass die Karawanen hier besser durchkommen. Erstmal nur zwei Stück. Dann nochmal zwei und wir brauchen mehr Bevölkerung. Ah, ja.